Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte und gratis Tasse gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Heute gibt es mal meine beste Serie A Footdraft, Leute. Ja, wenn ihr Bock habt, können wir das auch noch mit anderen Ligen machen. Also Bundesliga, Liga, was gibt's noch? La Liga und so weiter und so fort. Schreibt gerne eure Ligenwünsche unten in die Kommentare, Mann. Ich muss sagen, es war ein geiles Draft. Perfekte Serie A Draft. Besser geht es eigentlich gar nicht, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt und ihr das Ganze noch mit anderen Ligen sehen wollt. Falls ihr nicht abonniert habt, wie immer, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und da würde ich sagen, starten wir direkt ins Video. Bleibt wie immer bis zum Schluss dran, um nichts zu verpassen. Wir starten. Let's go. Let's go. 3, 4, 3 Formation. Zweitbeste Formation nach 3, 4, 2, 1. Aber kein fresher Captain, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott, Alter, Dybala ist schon der beste Captain? Alter, wir müssen ja eigentlich Dybala mitnehmen. Wohl fürs Mittelfeld ist okay, haben wir 89er rated im Mittelfeld. Aber naja, wir nehmen Dybala mit. Leider keine Icon oder so, aber okay, kann man nichts machen. Weiter geht's, rechtes Mittelfeld. Vielleicht Cuadrado als Champions League Karte, dann hätten wir sogar wenigstens den Link. Natürlich nicht. Aber wir hätten Castillejo. Okay, warte mal, Castillejo ist eigentlich nice, der linkt Serie A. Und vielleicht, wenn wir gleich noch La Liga bekommen, durch Spanien kann er auch noch linken. Also gar nicht so schlecht, Leute, nehmen wir mal mit. Und dann geht es, würde ich sagen, komm, wir machen mal direkt linkes Mittelfeld. Vielleicht haben wir Glück. Pinke Animation, Icon, Netwert, habe ich schon länger nicht mehr gehabt. Also jetzt mal ohne Witz. Ey, der hat keinen Bock mehr auf mich, ich sag's euch. Nani, Kalu, das war alles scheiße, wenn ich ehrlich bin. Wir nehmen mal Nani einfach mit Highest Rated. Ihr wisst Bescheid, Leute, checkt wie immer noch gerne meinen Shop aus, ja, falls ihr Bock habt auf die Nice Designs. Ihr wisst es, als Pullover und als T-Shirt und als dieses Design natürlich auch als T-Shirt und als Pullover und noch vieles mehr. Ja, checkt es gerne aus, wie immer. Link ist oben in der Beschreibung. Ihr wisst es, wie immer gibt es eine gratis Autogrammkarte von mir dazu. Und 10 Stück sind wie immer limitiert, haben hinten Smiley und eine E-Mail drauf. Habt ihr eine davon zufällig bei eurer Bestellung dabei, meldet euch bei der E-Mail, die hinten drauf steht. Ich schicke euch dann noch ein Paket aus meinem Shop zu. Ja, also gerne abchecken. Gratis Überraschungspaket für euch. Ehre geht raus. Danke für euren Support. Weiter geht's auf der Innenverteidigerposition. Wir haben noch keine eigentlich heftige Karte bekommen. Der ist nice, Mann. Koulibaly. Scheiße, Mann. Ich hätte besser doch. Obwohl, nee, der Balde. Warte mal. Wir hatten eben Balde Diao, ne, im rechten Mittelfeld. Ist der auch aus Senegal, Balde Diao? Ich weiß es nicht, Mann, ob der auch aus Senegal war. Wir hätten natürlich hier Van Dijk, aber Koulibaly ist fresh. 89er, Team of the Group Stage. Let's go. Und erste Team of the Group Stage Karte damit. Handanovic kriegt man auch das ein oder andere Mal im Tor. Also von daher könnte man schauen. Vielleicht kriegt man sogar Handanovic. Vielleicht kriegen wir jetzt hier sogar eine pinke Animation auf der Innenverteidiger-Position. Dann könnte es ja sogar noch ein Icon werden. Also wäre auch fresh. Tomovic. Ey, wir können ja ehrlich auf Serie A gehen, merke ich gerade. Puh, wir nehmen mal Tomovic mit. Die anderen waren jetzt auch nicht gerade viel besser, wenn man ehrlich ist. Okay, komm, wir machen direkt den nächsten Innenverteidiger. Lass es eine pinke werden. Jawohl, komm. Icon, Digga. Let's go, Icon. Oh mein Gott, Digga. Aber Chiellini, aber leider nur als 89er. Gibt es auch als 90er. Digga, wir haben ja ein komplettes Serie A-Team bauen wir hier. Der beste Serie A-Team aller Zeiten. Ich sag's euch. Chiellini, nehmen wir mal mit. Stellen wir mal hier rüber. Bringt gar nichts an Chemie. Danke dafür. Scheiße, Mann. Was macht Nani hier überhaupt, Digga? Was macht Nani da? Der passt komplett gar nicht rein. Okay, ZM und Torhüter. Das Problem ist, wir haben jetzt schon zwei pinke Animationen verschwendet sozusagen für zwei jetzt nicht wirklich gute Spieler. Ich meine, Chiellini und Dybala sind natürlich fresh, aber nichts Besonderes jetzt. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wir haben nur noch wahrscheinlich eine oder zwei pinke Animationen für heftige Karten, Icons und so weiter und so fort. Digga, wir bauen hier ehrlich das heftigste Serie A. Team Milinkovic-Savic? Digga, wir haben ja aber wirklich ohne Scheiß... Wir haben ja eigentlich mit die besten Serie A-Karten, die man bekommen kann. Es fehlt noch Ronaldo vorne im Sturm. Handanovic jetzt hier noch im Tor wäre perfekt. Den habe ich schon voll oft bekommen. Lass mich jetzt nicht im Stich. Okay, Chesney ist auch in Ordnung. Der hat mittlerweile, ich glaube, der hat schon zwei Informs, ne? Spielt auch eine richtig gute Saison. Der Gea wäre natürlich nice. Passt natürlich gar nicht rein, deswegen nehmen wir Chesney mit. Aber ein 87er Chesney. Handanovic wäre natürlich 89er rated, wäre nochmal besser. Aber Chesney schon der zweitbeste Torhüter in der Serie A auf jeden Fall. Nach Handanovic natürlich. Also von daher geht klar, Mann. Oder gibt es noch einen? Nee, ne? Chesney und Handanovic sind, glaube ich, die beiden besten. Danach kommt, glaube ich, schon Donnarumma und Perin. Okay, nehmen wir Chesney mit. Komm mal, bitte. Hau Ronaldo raus. Das wäre echt absolut perfekt, Mann. Das würde das Team hier noch perfektionieren. Sollen wir einen Stürmer machen? Kommen wir mal einen Stürmer, Leute. Let's go. Ah, keine Pinkern. Kann es, glaube ich, gar nicht Ronaldo werden, ne? Nein, aber Luis Alberto wieder. Ey, wir kriegen echt. Oh, der spielt sogar bei Lazio. Das heißt, der linkt sogar Milinkovic. Okay, wir haben nur Serie A-Karten, außer Nani, Digga. Nani fragt sich, glaube ich, ehrlich so, Digga, was? Also, ey, könnt ihr euch noch dran erinnern? Nani war letzte Saison, war das letzte Saison?
Ich meine, letzte Saison war das. War der bei Lazio Rom kurz. Das heißt, der hätte jetzt hier sogar noch den Link gehabt zu Savic. Aber jetzt ist er wieder zu Benfica gewechselt. Ich glaube, da war der auch früher als junger Spieler noch, bevor er dann zu Manu gegangen ist. Deswegen ist er da jetzt wieder hin. Okay, rechter Flügel, linker Flügel, let's go. Vielleicht Lionel Messi? Nein, sieht nicht danach aus. Scheiß die Wand an. Mahrez. Oh mein Gott, nicht mal ein Serie A-Spieler. Okay, wir könnten Pedro mitnehmen. Ne? Für die Chemie wäre natürlich absolut perfekt, aber bringt uns auch nichts. Ich nehme einfach Mahrez mit. Wir wollen ja ein paar High-Rated-Spieler haben. Was bringt uns das, wenn wir jetzt Pedro als 82er mitgenommen hätten? Wäre halt wieder so eine normale Goldkarte. Der wird pink? What the fuck? Overmars, I can ease da. Let's go, Mann. Ich habe gerade gedacht, warte mal. Auf dem linken Flügel habe ich noch nie eine pinke Animation bekommen. Digga, dann könnte es ja eigentlich ein Icon werden. Ohne Scheiß. Voll geil, Mann. Nice, Mann. Overmars. Leider nur als 86er. Naja, okay. Eigentlich wäre Insigne sogar besser, wenn ich ehrlich bin. Insigne hat 88, aber Digga, Icons haben immer Vorrang, Leute. Wir nehmen Overmars natürlich fresh direkt mit hier. Okay, sind wir auf 93 Chemie. Müssen wir eigentlich nur noch Nani austauschen und Mahrez eigentlich auch noch. Ja, sollte man schon hinbekommen. 86er Bewertung. Naja, ist jetzt nicht das highest rated Draft, das ich jemals in meinem Leben gebaut habe. Florenzi, nice, mal nächste geile Serie A-Karte. Aber dafür ein absolut heftiges Serie A-Team. Und der sollte uns hier nochmal ein bisschen mehr Chemie bringen. Um genau zu sein, 2. So machen wir es. Dann sind wir auf 4 Chemie mehr. Insgesamt sind wir auf 97. Okay, 100 Chemie sollte möglich sein. Also wenn wir jetzt hier keine 100 Chemie rausholen, dann weiß ich auch nicht. Dann haben wir es halt komplett verkackt. Okay, wir haben jetzt schon... Rakitic. Ist auch fresh. Aber Ricardo Rodriguez würde uns auf 100 Chemie bringen, wenn ich den ins... glaube ich, ins linke Mittelfeld stellen würde. Ja, der würde uns auf, ja, der würde uns auf 100 bringen. Aber wir nehmen Rakitic mit. Komm, sieht fresh aus. Nächste Champions League-Karte. 3 Champions League-Karten sind schon am Start. Was soll ich gerade sagen? Ich habe keine Ahnung. Egal, was soll's. Weiter geht's. Ah, genau, wir haben nur noch eine pinke. Aber wir haben jetzt 3 pinke schon in der Startelf gehabt. So viele hatte ich in der Startelf schon lange nicht mehr. Das heißt, das ist die letzte. Geile Sache. Ey Mann, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, wir haben Neuer, wir haben Sanchez, Roddy Alba, das sind alles gute Spieler, aber das ist jetzt auch nicht das, was ich mir vorstelle, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir könnten jetzt Gomez mitnehmen, dann hätten wir einen besseren Stürmer, aber komm, wir nehmen Neuer mit. Wir wollen ja hier mal ein paar High-Rated Spieler haben, sonst, Digga, sonst gibt das ja gar nichts, sonst droppen wir gleich auf einen 183er runter oder so. Deswegen müssen wir ja mal ein paar High-Rated Spieler hier mitnehmen. Weil guck mal, Digga, was ist hier los, Mann, heute? Irgendwie weiß auch nicht. Irgendwie läuft es nicht so rund mit den High-Rated-Spielern. Ich sag's euch, wir nehmen mal Patricio mit. Heißt Rated mit 83. Dazu brauchen wir, glaube ich, nichts mehr sagen. Danke dafür. Naja, okay, was soll's. Wir haben 3 Chemie noch, die fehlen. Die sollten wir hinkriegen. Ich denke mal, wir kriegen auch noch einen Serie-A-Spieler fürs linke Mittelfeld. Gehe ich ja jetzt einfach mal von aus. Sané, Sterling. Oh, nächste Champions-League-Karte, Digga. Sterling ist die nächste Champions-League-Karte. Sané würde uns nichts bringen auf der linken Seite. Können wir auch nicht linken oder so. Und daher können wir eigentlich auch Sterling mitnehmen. Aber 4 Champions League-Karten. Fresche Sache. Nehmen wir mal mit. Könnt ihr noch ein Champions League-Rekord werden, Alter. Ich sag's euch. 4 Champions League-Karten ist schon stabil. Geht klar. Schauen wir mal, ob wir noch die ein oder andere bekommen werden. Vor allem, wir haben 2 alte Champions League-Karten sozusagen. Und 2 von den neuen, von den Team of the Group Stage-Karten. Läuft bei uns, Alter. Weiter geht's. Eieiei. Ach du Scheiße, Digga. Pandev. Ah, oh, Spinazzola, der ist natürlich perfekt jetzt hier, der bringt uns auf 100 Chemie, Spinazzola. Digga, Pandev, ne, ohne Scheiß jetzt mal, 58 Tempo als Stürmer, Bruder. Digga, ich weiß es auch nicht, aber okay, so sind wir auf 100 Chemie, 185er. Digga, das ist ohne Scheiß, das droppt gleich runter auf 186 sind wir wieder hoch. Ja, unser Team, wir haben 2 Non-Rest drin, das ist natürlich auch nicht so Sahne, wenn ich ehrlich bin. Das Ding ist, wir haben generell, Alter, fast ein komplettes Gold-Team ist das. Wir haben ja die Voll-Gold-Challenge gebaut. Nur Goldspieler mitnehmen, keine Special-Karten. Beste Leben auf jeden Fall. Perotti, haben wir sogar nochmal einen Serie-A-Spieler. Der ist sogar noch ein bisschen besser. Perfekt, nehmen wir auch noch mit. Zack, machen wir so. Haben wir anstatt einen 81er, haben wir wenigstens einen Non-Rare aus. Da haben wir nur noch einen Non-Rare-Spieler drin. Oh, scheiße, Mann, ey. Naja, okay, müssen wir mal gucken, ob wir den austauschen können. Vor allem hat der nur 75, ne, dieser Tomovic. Wäre ganz gut, da noch ein... anderen Serie A-Verteidiger, vielleicht Manolas, Perisic. Junge, was ist hier los? Jetzt kriegen wir fürs linke Mittelfeld 3-mal hintereinander neue Serie A-Spieler. Nehmen wir Perisic auf jeden Fall mit. Nice Sache. Bam, haben wir noch einen 87er. So kann es von mir aus weitergehen, Digga. Immer wieder die Upgrades hier rausballern. So muss es sein. 5. Champions League-Karte, by the way. Ist schon nicht schlecht, Mann. 5 Champions League-Karten. Ist okay. Wir haben noch 4 Spieler übrig, Leute. Komm, bitte. Nur noch einen besseren Innenverteidiger. Am besten wäre Manolas halt. Der hat einen 86er Inform. Der wäre halt absolut perfekt. Fett Fazilis haben wir noch. Der hat keine 5-Star-Skills mehr. Und die Legende Christos Dolopodotopoulos. Nehmen wir mal mit. Absolute Legende. Let's go. Keine Ahnung, wie der Name ausgesprochen wird. Warte. Christodolopoulos.
Christostolopoulos. Keine Ahnung, mein Alter. Scheiß die Wand an, ey. Absoluter Zungenbrecher und Scheiß. Drei Spieler noch. Komm, Manolas, Zabaleta. Danke dafür, ey. Ich will Manolas, ich krieg Zabaleta. Danke. Oder Lindelöf. Ja, nehmen wir Lindelöf mit Highest Rated. Wenn 79er der Highest Rated ist, Bruder, dann weißt du, das war's komplett. Naja, TS. Oh, Manolas. Ey, oh, da haben wir ihn sogar noch. Ich glaub's nicht, ey. Auf Ansage, Digga. Auf Ansage, Manolas, ey. Let's go, Mann. Da ist der TS, wäre die 2, 3, 6. Champions League-Karte. Aber wir nehmen Manolas mit. Dann haben wir nämlich hier, bam, unser freshes Serie A-Team komplett. Also ich würde sagen, das ist ein solides Serie A-Team. Es fehlt natürlich noch Cristiano Ronaldo, das ist klar. Aber Handanovic haben wir auch noch. Digga, das ist ein absolut heftiges Serie A-Team. Wir haben eigentlich hier das perfekte Serie A-Team. Ohne Scheiß. Es fehlt eigentlich nur Cristiano Ronaldo vorne im Sturm. Sonst ist das Team eigentlich perfekt. Wir hätten jetzt noch anstatt Overmars, hätten wir noch, wie hieß er, Insigne mitnehmen können. Da hätten wir noch einen 88er anstatt einen 86er. Aber ihr wisst Bescheid, Leute. Icons haben Vorrang. Icons sehen immer fresh aus, von daher haben wir die Icon mitgenommen. Wir sind sogar noch auf dem 186er geblieben, Digga. Die letzten Spieler wurden alle heftig, ne? Ich dachte, wir droppen hier gleich auf 187 sogar noch rausgeholt. What the fuck, man? Digga, ich dachte, wir droppen hier noch auf 183 runter oder so. Aber dann kamen nur noch gute Spieler hintereinander. Heftiges Serie A-Team, ohne Scheiß. Das ist wirklich ein verdammt gutes Team. Kann man eigentlich kaum verbessern. Außer hier. Da könnte man Callejon, der hat noch ein Rating mehr. Mehr gibt's auch nicht auf der rechten Seite. Und dann Sturm mit Cristiano Ronaldo, ne? Aber sonst, Digga, ist das ein verdammt gutes Serie A-Team. Mein bestes Serie A-Team, by the way, ja? Das war's dann von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, wie immer gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Checkt noch gerne, ihr wisst es, meinen Shop aus, ja? Falls ihr noch Lust habt auf die Nice Designs als Pullover, als T-Shirt und dieses Nice Design auch als Pullover und als T-Shirt erhältlich und noch vieles mehr. Also checkt es aus. Link ist oben in der Beschreibung. Wie immer gibt es zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte dazu und 10 Stück, wie immer limitiert, mit einem Smiley und einer E-Mail-Adresse hinten drauf. Wenn ihr eine davon bei eurer Bestellung zufällig dabei habt, meldet euch bei der E-Mail, die hinten drauf steht. Ich schicke euch dann ein Paket aus meinem Shop zu. Überraschungspaket. Also checkt es aus, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, Leute. Ich hoffe doch. Oder heute Abend, wann auch immer. Ich habe keine Ahnung. Haut rein und ciao.